Herzlich willkommen bei Talking Malts. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Flasche auf meinem Tisch. Und zwar handelt es sich um die diesjährige Gruppenabfüllung quasi von unserer Whisky-Gruppe in Facebook. Den Komlan 3.0. Vor ungefähr einem Jahr habe ich ja schon den Komlan 2.0 hier probiert. Jetzt sagt ihr nochmal hier, richtig geiles Ding, nicht gefärbt. Ich habe ich letztens nochmal im Glas gehabt und dem Dennis, den er ja bei der Whisky and More Führung kennengelernt hat, der hat den auch probiert und der hat dem die Schuhe ausgezogen. Ja, und dieses Mal, seht ihr, ist deutlich heller. Kein Sherry Butt diesmal, sondern ein Hogshead, ehemaliges Ex-Bourbon-Fass. Auch hier wieder nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt und wieder in Fassstärke mit 60,4 Volumenprozenten, also wieder ordentlich Power dabei. Wieder natürlich Einzelfassabfüllung. Brennerei dieses Mal ist Tobermory. Und zwar die Tobermory stellt ja nicht nur den Tobermory auf der Insel Mull her, sondern die produzieren ja auch rauchigen Single Malt. Und den nennen sie Legic. Und hier ist Legic drin, 11 Jahre gereift, also auch ein ordentliches Alter. Flaschenpreis diesmal war, glaube ich, ein bisschen höher als letzte Mal. Hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich wieder, so wie letztes Jahr, ein guter Zweck dahinter steckt. Und zwar geht es ja bei der Komlan-Abfüllung in unserer Gruppe nicht nur darum, schön Whisky zu haben und den untereinander zu verbreiten, sondern auch zusammen was Gutes zu tun und zu spenden. Und dieses Jahr gehen die Spenden an ein Kinderhospiz, das St. Nikolaus in Bad Grönbach, also eine Einrichtung, wo schwerkranke Kinder mit unheilbaren oder lebensverkürzenden Krankheiten sind. Also eine schon relativ harte Geschichte. Und die sind natürlich auf Spenden angewiesen, dass die schön helfen können und die Eltern und Geschwister natürlich unterstützen können. Und das ist jetzt geworden, da gehen die ganzen Spenden hin. Wieder beeindruckend, was Marco Bond, die anderen Admins und sowas und die alle Beteiligten da in der Facebook-Gruppe auf die Beine gestellt haben. Es sieht also so aus, dass auf jede Flasche, es sind dieses Mal geworden 236 große Flaschen und dazu noch einige Samples. Letzte Mal waren es 525 Flaschen waren das letzte Mal. Ist halt ein Hogshead und kein Sherry Butt, die sind halt etwas kleiner. Ja, wie gesagt, die Flasche an sich eigentlich 69,99 Euro gekostet. Ist nicht die billigste Flasche, aber muss auch überlegen, Fassstärke, 11 Jahre alt, stark rauchig, Legic. Und man tut auch was für einen guten Zweck und hat noch seinen schönen Stoff. Ist ja schön. Pro Flasche wurden automatisch von Marco Bonn 5 Euro Spende dazugepackt. Das heißt, die Flasche hat im Endeffekt 74,90 Euro gekostet, plus Versand. Und dann konnte man natürlich noch einen Freiwilligenbetrag spenden. Einfach was zur Rechnung zu addiert. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier die Rechnung habt, 74,90 plus Versand macht 80,80 Euro. Einfach 100,80 Euro überweisen und zack, gehen direkt nochmal 20 Euro Spende obendrauf. Flasche Nummer 1 wurde wieder versteigert und der Erlös ging dann wieder zu 100% ans Kinderhospiz. Und dieses Mal gab es sogar das Fass zu ersteigern, wo der Legic drin gereift hat. Ist natürlich auch ziemlich geil. Dann hat jetzt bald hier jemand das Fass zur passenden Flasche. Ist natürlich auch was Schönes. Wie viel Geld dann im Endeffekt zusammenkommt, wird man dann sehen. Wird der Marco bestimmt wahrscheinlich nochmal in der Gruppe posten. Ja. So viel zur Vorrede, würde ich sagen. Bin schon mega gespannt drauf. Bin jetzt froh, dass ich auch das Video machen kann. Der Versand sollte eigentlich erst ab morgen, 29. erfolgen. Heute war auf einmal der Postbote da. Habe ich große Augen gemacht. Musste jetzt allerdings arbeiten. Ein bisschen gesundheitlich war ich auch die letzten Tage hier ein bisschen angeschlagen.
ganze Nase war zu. Jetzt ist zum Glück wieder alles in Ordnung. Also wollen wir mal gucken. Ihr seht, ich habe hier wieder mein Wasser stehen, aber ich werde natürlich erstmal pur hier das Ding mir einverleiben. Rauch. Soll wohl ziemlich intensiv sein. Gibt es ja auch schon ein Tasting von dem Olaf Fetting und den Marco Bonn bei YouTube. Korken sitzt auf jeden Fall sehr gut. So. Schon mega gespannt. Ist übrigens mein erster Legic, den ich probiere. Viel Rauch und auch ziemlich intensiv in der Nase. Jetzt am Anfang noch so eine leichte Alkoholnote und ein schöner süßer Torfrauch kommt da raus. Leichte Fruchtigkeit ist auch dabei. Ja, und so eine malzige Süße, die teilweise schon Richtung heller Honig geht. Alkohol blendet sich jetzt so ein bisschen aus. War vielleicht jetzt der erste Moment, weil ich habe jetzt, weiß ich gar nicht, schon jetzt länger kein Whisky mehr getrunken. Ist jetzt der erste. Seit geraumer Zeit. Ja, was ist das? So eine modrige Note, so leichte Seearomen mit Moder. Und so ein bisschen Eiche. Lässt du mich gerade so im Kopf so an so einen modrigen Bootssteg irgendwie, so der so im Meerwasser schwimmt, denken. Mit so ein bisschen Algen dran. Ja, so eine modrig, muffige Note irgendwie so. Und der Rauch würde ich eher so Richtung Lagerfeuer deuten. Ist nicht so medizinisch, nicht so Desinfektionsmittel. Wieder so süße Zitrus, schöne Malzigkeit, mit Hang Richtung Honig. Ja, und der Rauch ist wirklich nicht zu intensiv, also der ist in der Nase, finde ich, ziemlich schmeichelnd. Oh. Das ist Angriff auf der Zunge. Er ist relativ süß. Boah, und dann baut sich da eine Würzigkeit auf. Da merkt man auch die 60,4% jetzt. Boah, mega auf der Zunge. Ja, was ist denn alles dabei? Also wie gesagt, erstmal Speichelfluss und der ganze Alkohol, der saugt euch den Mund leer. Süß auf der Zunge, dann kommt die Würzigkeit, übernimmt erstmal alles. Ich muss jetzt runterschlucken, das Zeug konnte ich nicht länger im Mund behalten.
Jetzt ist noch so eine würzige Note dabei. Ja, ist sowas Erdiges. Hatte ich noch nie. Irgendwas aus dem Wald, modrig, erdig. Ganz komisch. Jetzt auch zum Schluss etwas trockener werdend. Leichte Eichennote. Boah, und immer noch auf der Zunge, der hält sich. Langer Abgang. Krasser Kontrast zur Nase. Die Nase war ja am Anfang, also ich denke mal, das ist damit geschuldet, dass ich jetzt länger keinen Whisky mehr getrunken habe. Aber ja, dann sehr angenehm, süßlich, nicht zu rauchig in der Nase und dann richtig in die Fresse, wenn man den im Mund hat. Boah, der ist heftig. Ja, in der Nase wieder richtig schöner, süßer Torfrauch. Auch so eine Karamell, so eine süße Karamellnote kommt dazu. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Dieser heftige Antritt und dann diese, ja, diese modrigen, erdigen Geschmacksnoten. Soll ich den jetzt mal pur? Ich gebe mir den, also den brauche ich nochmal pur. Das zweite Mal ist ja nie so heftig wie das erste Mal. Oh, beim zweiten Mal doch noch ordentlich, ordentlich Würze auf der Zunge. Dazu Speichelfluss. Noch süßer als beim ersten Mal. Ja, jetzt kommt sie wieder. Ich dachte, sie kommt nicht, aber jetzt kommt wieder diese, ja, erdige Beinote. Irgendwas Waldiges, Muffiges, Modriges, was so ein, schon so ein bisschen, ja, vermodert ist. Kommt jetzt wieder deutlicher. Jetzt bleibt aber auch Süße mehr im Mund, so ein bisschen dieses Karamell, karamellige, etwas Zitrus. Maritimnote, die ich vorhin in der Nase hatte, habe ich im Geschmack eigentlich nicht, also nicht irgendwie so salziges oder so oder Meeresbrise. Ja, immer noch im Mund, jetzt wieder ein bisschen trockener werdend. Ja, also für so einen Hampelmann wie mich hier, der sehr gerne rauchigen Whisky mag, für den ist das natürlich ziemlich geil. Ja, komm, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen wenig für 60%. Wird noch, also wird ein ganzes Stück heller. Nicht so hell wie der Kaul Ila, 6 Jahre vom Hakobon. Der Rauch geht spürbar zurück, ist aber noch da. Aber die Süße und dieses malzig-karamellige, das kommt richtig in den Vordergrund. Boah. Ich finde da sogar einen Hauch Zimt. Sehr schön. Leichte Zitrusnoten wieder.
Ja, und so ein relativ frisch erloschenes Holzscheit. So holzfeuermäßig. Wird auf jeden Fall mehr im Mund. Auch hier wieder die Süße ist präsenter. Die Schärfe, der Schlag in die Fresse geht natürlich deutlich zurück. Also das war jetzt richtig süffig. Süffig, gefällig, Karamell. Auch wieder dieser Rauch, der so ein bisschen den Mund auskleidet. Ja. Aber pur gefällt er mir noch besser, weil das ist wirklich, boah, heftig, was da auf der Zunge passiert. Ja, also für mich erstens mega Aktion wieder von unserer Gruppe, von Marco Born natürlich und allen Beteiligten, vielen, vielen Dank. Mega geiler Whisky. Wenn ihr auch eine habt, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr die vielleicht auch schon probiert habt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Eindrücke sind. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Talking Malts.